Willkommen zurück, Lightning Returns Final Fantasy 13. Da vorne stehen unsere Freunde. Mal gucken, was die so heute zu berichten haben. Behold the Harbinger of Destruction! Behold the Harbinger of Destruction! Return to Chaos, our mother! Return to Chaos, our mother! The time has come. Wicked Savior, go now to Atros' side! Death to the Savior! I'd introduce myself, but I'm guessing that you already know who I am. She has come at last. It's the God Savior. Kill her! She cannot live! You're late, Hunter. It's the Hunter, just as the prophecy foretold. Answer our prayers and slay the Savior! Make the Oracle true! You murder innocent people and expect me to do your bidding? But Hunter, you know we did it for you, for the prophecy. Having a falling out? Don't insult me, Lightning. You think I'm with these guys? Fanatics with blood on their hands? These fanatics have been waiting for you, Noel. They think the Shadow Hunter belongs to them. But you were taking too long. So they panicked and started killing anyone who even looked like me! Yeah? Then I shouldn't have waited, should I? I could have found you and saved their lives. And now what? You're gonna fight me? Yeah, that's right. That prophecy, it has to be true. Has to be true? You mean I have to die? And you're the one who's gonna make it happen? Bring it on, Noel. I've been fighting destiny for a long time now, and I'm getting good at it. The Salvation soldiers are here. Lightning, follow me. We need to finish this, but it has to be the right place. Super, weil Hope mich jetzt hier gleich wieder zutexten wird, weiß ich natürlich schon, wo ich hin muss. Da ist es. So, Etro-Emblem. Wir verdrücken uns jetzt erstmal aus der Ecke hier. Und zwar ganz zügig. Ach, super. Da vorne bin ich wenigstens wieder ansatzweise in Sicherheit. Ich bin hier wieder zurück auf dem wunderschönen Wohngebiet. Was zum? Junge! Die können auch hier nicht einfach lang spazieren. So. Jetzt bin ich aber raus hier. Okay, wir laufen den Weg hier wieder zurück. Und dann nach oben, da sieht man schon. 3 Stunden bleiben uns. Ach ja, da war ja was. Hier unten steht ein Drache. Das ist aber gar nicht so schlimm, wie wir vom Drachen schon wissen, können wir einfach links oder rechts an ihm vorbeiwandern. Das macht uns die Sache nochmal ein bisschen angenehmer. An dieser Stelle. So, hier nebenbei findet man irgendwo in der Gasse das, den Blitzpilz. Oder was das war, oder Blitzmorchel oder sowas. Welches für die Quest ist, die hier unten stattfindet, da wo ich mich da gerade langgerollt habe.
So. 3 Stunden bleiben uns über. Ja, mir fällt auch gerade etwas ein, was ich vielleicht nochmal tun sollte. Und zwar Kampfgarnitur nochmal. Elektronika. Jetzt weiß ich, was ich hier eigentlich ändern wollte. Und zwar Blitzra ist super, aber lassen wir so. Meine Güte, ist doch scheißegal. Lassen wir es einfach so. Solange ich hier Elektroschlag drin habe und auf der anderen Seite Blitz bzw. Blitzra. Alles gut. So, ich glaube, wir können hier einfach über den Bahnhof laufen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, dann sind wir auch gleich viel näher dran. Dann probieren wir es doch mal. Wir sind jetzt auf der Jagd nach Noel. Ich hoffe, ich bin dafür schon ordentlich ausgerüstet. Das werde ich mir nochmal angucken. Oder das werde ich zumindest gleich sehen. Hopp. Ah, seht ihr mal. Gremlin, ignore. Nein! Oh, meine Fresse. Muss der denn da auf einmal stehen? Ah, da ist es. Und da kommt der Gremlin angeflitzt. So. Buff. So können wir es machen. Mir fehlt trotzdem immer noch die Fähigkeit angreifen hier drin. Muss ich ehrlich zugeben. Deswegen mache ich das jetzt einmal mal. Zumindest bei Leidenschaft. Das ist doch okay. Ist zwar überhaupt nicht so wirklich die, die dafür gedacht ist wahrscheinlich. Aber das ist mir egal. Angreifen haben wir hier auf 1, Attacke mal 0,5. Haben wir Angreifen schon mal ein bisschen besser irgendwo. Wir haben hier leichter Hieb. ATB kosten 5, Angriff und Magie plus 10. Nö, schade. Dann nehmen wir hier das Angreifen, damit wir zumindest irgendwo ein bisschen physischen Schaden haben. Und wir können alle 3 ATB-Balken nutzen, das ist doch wenigstens etwas. So. Das ist nämlich der Grund, warum wir das Etro-Symbol eingesammelt haben. Glück, würde ich mal sagen. Dann wollen wir doch mal gucken. Not you again. This is no place for kids. Oh, I'm safe. The children of chaos, they look after me. If you ask me, you're the one who doesn't belong. Is Noel that important that you chase him here? We were on the same side once. Friends, I guess. But that was such a long, long time ago. Do you think he's still your friend? See, there's only one person Noel ever truly loved, and she's long gone. The Children of Chaos told me the whole story. It's a sad but sweet tale of a proud hunter and his friend, a girl called Yule. Oh, poor Yule. She left a hole in his heart that just can't be filled. It's not surprising, though, considering that she died in his arms. In those last moments they had, she looked up and said to him, "Don't cry, Noel. We will meet again in the future."
like you'd believe that, right? But Yule was a seeress who could see the future. Now, Noel knew that, so when she told him they would be reunited, what else could he do? He had to believe her. And so, he's been waiting ever since. The poor, sad fool. Centuries and centuries of waiting. All on his own. How could I have missed that? All this time, the one thing that's kept him going are his memories of Yule. Oh no, not his memories. The promise of a future gave him hope. There's another oracle drive up ahead. When you see the prophecy, you'll understand. You'll see why. Huh. He wants you, Dad. Da hinten steht er. Light, don't be too hasty. We know he's trying to draw you toward the site of the final showdown. If the prophecy takes place, he has to be egging me on, drawing me toward the killing ground. Jetzt rennt er da drüben lang irgendwo. Ich will mal aber zu gerne wissen, ob hier irgendwo noch Gegenstände versteckt sind. Na komm schon, hoch da mit dir, Lightning. Die Zeit rennt. Och Mann. Na wie auch immer. Dann prügeln wir hier erstmal ein paar Kisten kaputt und so. Was haben wir denn da? Bronzemedaille. Sachen, die man wieder verkaufen kann. So. Oh, da kommen Fanatiker. Mist. Na egal. Wird schon. Ach, das ist nur einer. Ich dachte, das sind mehrere. So. Auch nochmal ein bisschen Blitzfinale drauf. Super. Ja gut, die machen nicht viel Schaden, die halten nicht viel aus. Das ist auch perfekt. Pitze, wollte ich sagen. Spitze. So, der hat ja sogar noch 10% weniger Lebenspunkte. Was mir die Sache natürlich noch ein bisschen angenehmer macht. So. Perfekt. So gefällt mir das hier. Mehr oder weniger. Los, prügel doch mal endlich drauf. Noch haben wir Zeit. Oh, Scheibenkleister. Mist. Hier wollte ich natürlich nicht runter. Oh, das sind zwei. Dann will ich natürlich auch gleich hier mit mehr als einfach nur billigen Schlägen angreifen. Bam. Da kriegst du den Krafthieb rein und noch Blitzfinale obendrauf. Das war's. Du bist K.O. Terminated, Süßer. Deprotes. Stufe 1. Ich glaube, das haben wir auf Stufe 2 mittlerweile oder so. Hier ist nichts. Nix. Ah, das ist doch zumindest schon mal ganz nett. Ich glaube, das sind Pfeile oder sowas. Tatsache. Perfekt. Dann wollen wir hier mal ein bisschen Kette geben. Weniger drauf rum warten und mehr angreifen.
Nein! Oh, schon wieder. Ich habe echt null. Ich mache hier echt nur Blödsinn gerade. Wieder mal. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie schon geschafft habe hier. Oh, Kameraführung hier gerade. So, jetzt aber. So. Der nächste Fanatiker, der dran ist. Oder die nächsten? Nö, der nächste. Der jetzt auch gleich ziemlich K.O. geht. Feines Ding. Freut mich sehr. Blitzmedaille. Nö. Schön. Hier sind wir durch. Ups, das wollte ich gar nicht. Wie schlecht. Ich habe ihn doch getroffen. Darum geht's doch, oder nicht? Deprotes. Angriffe ohne Ende. Drauf da. Nochmal Krafthieb. Bam. Und nochmal. Bam. Und ein Elektroschlag hinterher. Achso, er ist schon tot. Ich wollte gerade eben noch irgendwas wechseln. Was bekommen wir denn? Deprotes Stufe 1. Im schlechten Zustand anscheinend. Na gut, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Lightning Returns Final Fantasy 13. Bis denn.